Ja, warum Männer und Frauen trotz Bewegung immer dicker und dicker werden. Ja, hallo meine Lieben, hier auf GeoLeben TV zu diesem sehr, sehr interessanten Thema, wie ich meine. Ja, ganz viele von euch wissen ja, dass ich seit November 2020 meine Ernährung damals radikal umgestellt habe. Das heißt, von all you can eat, wie zum Beispiel Fleisch, Wurst, Leber, Käse, Käse, was auch immer und vor allem auch Brot in sehr großen Mengen. Ich habe eben umgestellt auf rein pflanzliche Kost, vorwiegend im gekochten und auch im rohen Zustand. Und dabei habe ich auch eine Menge erreicht und ich fühle mich seither, das muss ich einfach mal so behaupten, um einiges fitter, bin auch um einiges fitter und betreibe auch wieder wesentlich mehr sportliche Bewegung, das mir auch so richtig, richtig, richtig Spaß macht. Ja, ich möchte auf diesem Wege einfach auch mal auf meinen Telegram-Kanal wieder hinweisen. Hier erfährst du noch viele zusätzlich andere Themen, eben auch Vlogs, die ich fast täglich hochlade. Also Telegram einfach auch mal besuchen und seit neuestem bin ich auch auf TikTok. Da kann man ja jetzt auch Videos bis zu 3 Minuten hochladen. Also das zahlt sich auch auf. Hier gibt es sehr, 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 sehr kritische Videos zum Thema C. Also wenn du mich auch hier mal unter GeoLeben TV und bei TikTok besuchst, freue ich mich natürlich sehr darüber. So, hier bin ich wieder, euer Geo von GeoLeben TV und bewusst gesund bei Geo. Schön, wie gesagt, dass du hier mit dabei bist. Ja, grundsätzlich zuerst mal 2 Dinge, die ich in letzter Zeit vermehrt beobachte, beziehungsweise eben auch ein persönliches Erlebnis, das ich beim Laufen selbst gemacht habe, das mich eben jetzt wieder veranlasst auf einen ganz speziellen Dickmacher beziehungsweise ungesund machen, hinzuweisen. Wir wissen, es gibt auch noch andere Krankheiten, das ist immer schön, hier wieder darauf hinzuweisen, es gibt andere Krankheiten eben auch als nur C. Okay, also schauen wir uns das Ding einfach mal an, das dick machen kann und ungesund machen kann. Auffallend war für mich immer schon, dass gerade Menschen und auch ich damals, die eben auch viel Sport, viel Bewegung betreiben und schon irgendwie auf ihre Gesundheit achten, trotzdem an verschiedensten Stellen, vorwiegend eben auch am Bauch, eben auch Bauchfett hatten. Ja? Und das war schon immer komisch für mich. Und auffallend ist auch für mich, dass immer mehr junge Menschen, vor allem in den letzten Jahren, Männer gleich Frauen, hier auch vermehrt mit Fett Polstern eben auch sich herumschlagen. Und bei Männern ist auch stark zu beobachten, auch wenn sie gar nicht so arg dick sind, dass sich hier witzigerweise hier oben eben auch mehr und mehr so Fettbrüste eben auch abbilden. Das stimmt irgendwas nicht aus meiner Sicht. Auch trotz steigendem Fitnessbewusstsein einiger junger Menschen. Und hier beobachte ich auch vor allem, dass immer mehr junge Frauen fitnessbewusst die Berge erklimmen. Ja, das andere ist, dass ich vor circa 2 Wochen eine Erfahrung beim Laufen gemacht habe, eben, dass ich plötzlich nach circa einer halben, dreiviertel Stunde leichte Magenkrämpfe bekam und mich dann auch schnell mal hinter die Büsche verziehen musste. Was war geschehen? Ich habe so circa 1,5 Stunden, bevor ich zu laufen begonnen habe, mir wieder mal ein Mohnweizenbrötchen gegönnt. Ja, es geht um den lieben Weizen. Ich habe Mohnweizenbrötchen gegessen. Wenn man gedacht hat, ist halt wieder mal was. Es hat mich schon sehr geglustet, muss ich auch sagen. Und die Reaktion meines Körpers war quasi Gewehr bei Fuß. Magenkrämpfe und naja, das, wie gesagt, kenne ich so einfach nicht und das veranlasste mich dazu, mich mit dem Thema Weizen wieder genauer zu beschäftigen und meine Erkenntnisse und Erfahrungen damit einfach auch mit euch zu teilen.
Ja, wir sind also beim Thema Weizen. Die Regale sind meist voll bei den Discountern, in den Supermärkten und auch in den sogenannten Großbäckereien mit fertigen, nur mehr aufzupackenden Brot, Brötchen mit Semmeln, Mehlspeisen und was weiß ich noch. Die Waren werden dann noch auf gesund getrimmt, sie werden dann dunkler gemacht, ja, da kommen auch Farbmischungen dazu, ein paar Körnl noch draufgespickt und dann glaubt man schon, man tut sich etwas Gutes, weil das ist ja super gesundes Brot. Und ein weiterer Effekt ist eben auch, dass Weizen eben auch süchtig machen kann. Doch das ist wiederum eine andere Geschichte, auf die ich später noch zu sprechen komme. Ja, Weizen hat ja einen relativ hohen glykämischen Index. Dieser glykämische Index zeigt eben an, wie schnell sozusagen hier der Blutzuckerspiegel steigt und der ist hier doch schon auf über 70, 72, 73 herum. Das heißt, das ist schon im bedenklichen Maße und der Blutzucker steigt eben schneller an. Es muss wieder vermehrt Insulin ausgeschüttet werden und sorgt eben dafür, dass dann überschüssiger Zucker durch das Insulin dann eben auch in Fettpolstern eingelagert wird. Ja, Sodbrennen, Reizdarm oder immer wieder mal Durchfall, Verstopfung, Hautprobleme, Asthmasymptome eben auch, Abgeschlagenheit, sehr oft müde zu sein, Konzentrationsschwierigkeiten, Unlust, keine Lust, einfach keinen Bock und sicher noch einiges mehr kann eben einfach auch in Verbindung mit Weizenkonsum gebracht werden. Eines kann ich diesbezüglich aus der eigenen Erfahrung aber auch behaupten, man baut nicht nur Fett ab, sondern fühlt sich einfach fitter, sportlicher, man ist einfach wieder fröhlicher, einfach klarer und bewusster und man merkt, wie an meinem Beispiel ziemlich schnell was passiert, wenn nur etwas Weizen wie ein Brötchen dann wieder gegessen wird. Das heißt für mich einfach auch, Darmschleimhaut ist durch den Weizenkonsum einfach auch schon angegriffen und reagiert eben dann auch sehr, sehr schnell, beziehungsweise bei der Zöliakie ist es ja eher eine gentechnische Sache, dass das sowieso durch ganz geringe Mengen von Weizen sofort wieder ausgelöst wird. Ja, die Darmträgheit und alles, was einfach auch damit verbunden ist, hat sich bei mir durch Verzicht auf Weizen einfach auch krass verbessert. Wie gesagt, ich habe ja radikal umgestellt, nur noch pflanzliche Kost. Seit ich meine Ernährung umgestellt habe, brauche ich keine meterweise Klopapier mehr, da genügt nur noch relativ wenig. Das auch so ein Effekt, wo man einfach auch sieht, was sich tut, ja, eben durch Ernährung und wie der Darm wieder arbeiten kann, weil hier diese nein, ich mag da nicht allzu genau drauf einzugehen, ist eben auch ein Zeichen, dass hier einfach der Darm viel zu viel an komischen Nahrungsmitteln und Dingen hier verarbeiten muss, das dann auch nicht so wirklich mehr gut geht. So, was ist also mit dem Weizen? Es ist nicht so einfach, so ein umfassend wichtiges Thema hier einfach mal in ein 10-Minuten-Video hineinzubringen. Das mit dem Weizen war ja nicht immer so. Ich mache hier keinen Rundumschlag und verpöne den Weizen hier jetzt ganz, ganz direkt so. Weizen ist eben seit Jahrtausenden wichtiger Bestandteil unserer Ernährung. Ja? Früher haben die Menschen, wie gesagt, eben auch Weizen gegessen, doch die waren im Vergleich zu heute schlank und meist gesund. Ja? Und die Erträge, um einfach die Erträge zu steigern, das ist halt mal so, ja? Die Menschen sind ja immer mehr geworden, die Erträge müssen gesteigert werden. Und es sollte natürlich so günstig und so billig wie möglich sein, weil natürlich auch die Gewinne gesteigert werden müssen. So hat man einfach irgendwann am Weizen herumgebastelt und ihn zu guter Letzt einfach auch mal gentechnisch so weit wie möglich verändert, dass dieser einfach auch dann nicht mehr angegriffen werden kann von irgendwelchen Parasiten und das Ganze ist, wie man sich eben auch denken kann, wahrscheinlich dann nicht unbedingt das Beste für unseren Körper, weil sich mit dieser schnellen Entwicklung des Weizens unser Organismus, unser Körper, unser Darm nicht mitentwickelt hat. Das ist so der Punkt. Das heißt im Endeffekt,
Den Weizen, den es vor 50, 60, 70 Jahren noch auf dem Teller gab, den gibt es einfach schon lange nicht mehr. Weizen ist einfach mal billig und er lässt sich dann eben auch so verpacken, dass man ihn dann für den x-fachen Gewinn einfach wieder wunderbar verkaufen kann, ohne auf jedes einzelne Detail jetzt noch sehr genau einzugehen. Hier einige Symptome und Krankheiten, für die der moderne gentechnisch stark veränderte Weizen zuständig sein könnte. Weizen als sogenannter Suchtfaktor und als Appetitanreger. Die sogenannten Exorphine aus dem Gluten, also das Gegenteil von Endorphinen, diese Glücklichmacherhormone, gibt es eben auch im Weizen, Gluten, eben diese Exorphine. Und diese sind eben einfach in der Lage, euphorisch zu stimmen, Appetit anzuregen und eben das Suchtverhalten auszulösen. Wir wissen ja, wie viele Menschen es mit der Aussage, ich kann einfach nicht auf mein Brot, ich kann nicht auf meine Brötchen, auf meine Semmeln verzichten. Gewichtszunahme bis hin zu Fettleibigkeit. Weizen sorgt ja für ständige Blutzuckerspitzen und eben auch wieder Tiefen. Das heißt, es geht hin und her. Permanenter Insulineinsatz, so gut und wichtig Insulin eben auch ist. Ständige Insulinausschüttung macht einfach auch krank und sorgt einfach auch dafür, dass der überschüssige Zucker in Fett eingebaut wird. Ja, Diabetes ist auch ein Thema. Natürlich ist damit auch dem Diabetes durch die ständige Insulinausschüttung und der Überforderung der Bauchspeicheldrüse eben auch Tür und Tor geöffnet. Und weiter gibt es Zusammenhänge zu Zöliakie, habe ich schon kurz angesprochen, was jetzt nicht nur ein bisschen Durchfall bedeutet, sowie kann Weizen einfach auch die pH-Regulierung stören, was ja auch ganz wichtig ist, dass der pH-Wert im Körper passt. Weizen kann auch das Herz schädigen, Weizen kann im Gehirn einiges anrichten. Ja, so geht es noch weiter und weiter. Doch diese Bereiche sind es einfach wert, sich gesondert in weiteren Videos einfach nochmal genauer anzuschauen, da einfach auch sehr, sehr komplex und es einfach wert ist, es verständlicher einfach zu bringen, darauf einzugehen, damit man es wirklich einfach auch genauer nachvollziehen kann, um eben auch dann wirkliche Anreize zu haben, gewisse Dinge einfach auch umzusetzen, um eben nicht nur reines Wissen aufzusaugen und es dann irgendwo im Hinterstübchen abzuspeichern und das war's dann schon wieder. Ja, meine Lieben, ich weiß, das Thema Weizen ist nicht so einfach anzunehmen, da einfach Brot, Nudeln, Pizza, Pasta, Cerealien und ich weiß nicht, was alles noch damit in Verbindung sind, einfach ist Teil einfach unsere Ernährung in unseren Gefilden seit Jahrzehnten, seit langem einfach auch ist. Das gibt man nicht einfach so auf. Ja, ich empfehle diesbezüglich einfach mal zu schauen, wie viel Weizen denn am Tag so gegessen wird, zu überlegen, ob es auch weniger sein könnte und ob ich Weizen durch etwas anderes austauschen könnte. Ein Anfang wäre einfach auch schon mal, geh zu einem Bäcker deines Vertrauens, informier dich, wie dort das Brot hergestellt wird, wo der seine Ware herbezieht. Auch das macht schon riesengroße Unterschiede. Ich weiß. Ja, meine Lieben, das war's mal fürs Erste zu diesem Thema. Lasst mir eure Daumen hoch da, natürlich die Kommentare hinunter in die Kommentare und schaut auf meine Homepage bewusstgesund-geo6lebensmut.at. Wir sehen uns beim nächsten Video. Baba, ciao, tschüss und servus, euer Geo.